Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter und ja, spielen jetzt wieder ein ganz klein wenig mein momentan allerliebstes Lieblingsspiel. Warum es das nur ist, ich weiß es ja nicht genau. Ich kann ja im Nachhinein oder beziehungsweise ich kann später noch ein bisschen oder gleich, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, noch ein bisschen versuchen zu erklären, warum das eigentlich so ist. Denn das selber vielleicht ein bisschen zu ergründen, mag auch für mich ein wenig interessant sein. Denn es ist ja nun mal nicht das allererste Open-World-Spiel, das ich in meinem Leben bisher gespielt hätte oder so. Also von daher, von der Warte aus kann die Faszination jetzt nicht so ganz herkommen. Aber irgendwo muss ja, dieser gewisse Grad an Faszination aber irgendwo herrühren. Deswegen, darüber wäre es vielleicht ganz interessant, mal zu sprechen. Ansonsten sieht es jetzt aber so aus, dass ich die Quelle der großen Fee hinter mich lassen möchte. Und dann gehen wir jetzt einfach mal diesen Weg entlang, würde ich sagen, oder? Und dann ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, ob ich mir das hier mal genauer angucken möchte, weil das sieht eigentlich sehr interessant aus. So, als ob jemand irgendwie einen Pfad direkt dort hineingehauen hätte in den Stein. Und ich glaube, das hier könnte dann tatsächlich auch schon das Tor sein. Entweder dort oder dann hier so irgendwo, wo es dann zum Nydra-Schneefeld geht. Und das ist dann das Foto, das wir gesehen haben. Wenn wir uns nämlich mal an das Album erinnern, da war doch irgendwo das Bild hier. Genau, im Hintergrund sehen wir die Ranell-Spitze und da zu diesem Torbogen wollen wir hin, um dann einfach mal zu schauen, was da so schlussendlich geht. Und dann irgendwann bei Zeiten könnte ich mir auch nochmal die anderen Fotos ein bisschen genauer angucken, in der Hoffnung, dass ich sie dann auch so ein ganz klein bisschen entschlüssle und da so herausfinde, was da so Sache ist. Das wäre doch dann eventuell auch ganz interessant. Wenn ich jetzt aber, Moment, wenn ich jetzt sowieso nochmal ganz kurz bei der Quelle bin, wir können nochmal ganz kurz schauen, ob bei der Quelle wieder ein paar neue Feen aufgetaucht sind. Weil wenn ich mir hier angucke, was sonst noch so alles wieder da ist. Nö. Pilze und so sind alle nachgewachsen. Aber Feen sind nicht wieder aufgetaucht. Das ist ja irgendwie schade. Dabei habe ich dir doch so viele schöne Materialien gegeben und so große Fee. Und eigentlich, du müsstest das doch wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass ich mich hier so gut irgendwie ein bisschen um dich gekümmert habe. Zumindest ein klitzekleines bisschen. Naja. Wie gesagt, wir können das versuchen mal so ein ganz klein bisschen zu ergründen. Also ja, das Spiel ist momentan weitestgehend so mein allerliebstes Lieblingsspiel. Ich freue mich wirklich unheimlich auf jede weitere Aufnahmesitzung, die ich bei diesem Spiel hier anfangen darf. Und ich finde es mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen schade, wenn ich eben nicht so... Wir müssen hier irgendwie einen Block suchen. Wo könnte hier ein Block sein? Irgendwo hier muss ein Block sein. Ach so, Moment. Ist der da locker? Das sieht sehr danach aus. Warum ist der locker? Vergleiche die Blöcke. Ah. Ja, wo muss er hin? Dort in die Mitte, würde ich sagen, ne? Zack. Hahaha. Ui, du hast mich entdeckt. Das habe ich in der Tat. Tschüssi. Tschüssi, kleiner Krog. Das war süß. Okay. Danke dafür. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, wenn ich eben vor allem unter der Woche eher jetzt nicht so schrecklich in LP-Laune bin. Ich finde es dann tatsächlich ein bisschen schade, dass das dann eben darin, also dass dann eben die Tatsache darin resultiert, dass ich eben dann auch nicht aufnehmen kann. Weil wenn ich keine Lust zum Aufnehmen habe, dann brauche ich auch dieses Spiel nicht auspacken. Weil das würde dann irgendwie in einem Desaster enden. Deswegen lasse ich es dann in dem Moment. Aber ich finde es dann halt, Westtor der Rennellstraße, ich finde es dann halt schade, dass ich das Spiel wirklich nicht weiter spielen kann und da so ein bisschen eben auf meine Let's Player-Haftigkeit Rücksicht nehmen muss. Das da oben ist wieder ganz eindeutig ein Krog. Was geht denn hier bei dir? Es geschah vor etwa einem Jahr. Ich wanderte entlang dieser Wege, als plötzlich am Himmel ein Licht erschien. Vor einem Jahr, ja?
Es stammte von einem leuchtenden Objekt, dessen Anblick mich vor Schreck erstarren ließ. Im nächsten Moment war ich von hellem Licht umgeben. Und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Was hältst du davon? Was meinst du? Oh, es ist nur, vor kurzem war mir so, als riefe jemand meinen Namen. Dabei hast du nicht mal einen Namen, du heißt Reisender. Als ich daraufhin meine Augen öffnete, da lag ich auf einer Art Bett in einem sonst leeren Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und in der einen Ecke stand ein merkwürdig leuchtender Apparat. Und als ich ihn berührte, mich überkam ein seltsames, doch vertrautes Gefühl. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was hältst du davon? Er gibt so ein bisschen meinen Lebensweg gerade wieder, oder? Kann das sein? Also, na, klingt das bekannt? Recke der Hylianer. Dein Ende ist gekommen! Ja, es war doch so klar. Es war so klar. Was bist du für ein Schnucki? Halt. Ich brauch eventuell ein Foto von dir. Nee, doch nicht. Du bist nur ein normaler Novize. Na toll. Okay. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Zum Glück kann ich dich so auf die Art und Weise ein bisschen auf Distanz halten und ich bekomme wieder einen schmucken kleinen Kopfsammler spendiert. Ich finde das aber wirklich toll, wie diese Yuga-Novizen sich so wirklich in das, ja, in das allgemeine Bild von Hyrule so einfügen. Und das ist dann tatsächlich so. Dann denkt man so, oh, das ist ein Reisender. Okay, mit dem rede ich dann einfach mal. Wer weiß, was der so Interessantes zu berichten hat. Und dann erst im Nachhinein stellt man fest, oh mein Gott, das war jetzt irgendwie ein Fehler, mit dem zu sprechen. Oder beziehungsweise, das ist halt einer von denen. Oh mein Gott, das ist ja so schlimm und schrecklich und überhaupt und sowieso. Also, das kommt dann teilweise durchaus ein bisschen überraschend. Zumal es im Gegensatz jetzt zum letzten Mal oder zu den letzten Malen diesmal auch nicht geregnet hat, weshalb ich jetzt wirklich nicht wirklich einen Grund hatte, dem jetzt von Anfang an zu misstrauen. Nö, gab einfach keinen Grund dafür. Ich meine, er hat sich da hinten das Tor angeguckt. Ja, hätte jetzt auch hier wieder andere NPC tun können. Also von daher, das passt dann schon. So. Oh du kleiner süßer Krog. Zeige mir deinen unglaublichen Weg. Wo ist die Blume jetzt hin? Hoppsala. Ja, war das jetzt so gut, dass ich gänzlich runtergefallen bin? Man weiß es nicht. Ah, doch. War ganz gut. Es geht hier immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Wo führst du mich nur hin? Wo führst du mich nur hin? Wo führst du mich nur... Ja. Weiterhin. Okay. Du möchtest, dass ich eine Kletterpartie unternehme, ja? Na gut. Können wir mal machen. Oh. Das war jetzt alles nicht so optimal, wie ich gesprungen bin, aber ne. Ui, du hast mich entdeckt. Das habe ich. Tschüssi. Ja. Mittlerweile, also ich freue mich über jeden Krogsamen, den ich einsammle, weil wenn ich Maronus mal wieder über den Weg laufe, der gute... Wo gehe ich denn hier lang? Jetzt komme ich auf die Vollblutebene. Will ich auf die Vollblutebene? Weil ich wäre jetzt eigentlich furchtbar gerne auch hier lang gegangen. Eigentlich wäre das sogar der bessere Weg. Verdammt! Ich muss mich für eine Richtung entscheiden. Das ist schrecklich und schlimm. Was bist du denn? Ach so, du bist nur ein kleiner süßer Blauspatz. Das Feuer interessiert mich natürlich. Mich interessiert generell, was hier auf dieser Ebene so abgeht. Aber nein. Wir heben uns diese Ebene für irgendwann später auf. Stattdessen nehme ich mal lieber den anderen Pfad. Ich möchte durch das komische Tor gehen, was auch schon der Yuga-Novize da ein bisschen unter die Lupe genommen hat. Und dann möchte ich einfach mal schauen, was da so abgeht. Ob wir irgendwann in diesem Spiel auch das eigentliche Lager der Yuga-Typen finden werden. Und ob wir da dann auch tatsächlich ein bisschen aufräumen dürfen. Das wäre noch sehr interessant zu wissen, eigentlich. Ha. Okay, das ist nett. Das ist ein hübscher Torbogen, mitten in der Pampa. Der hat bestimmt mal bessere Zeiten gesehen, zugegebenermaßen. Da hat sich bestimmt auch immer irgendjemand drum gekümmert, aber jetzt im Laufe der Jahre. Sieht jetzt halt nicht mehr ganz so taufrisch und neu aus. Aber naja, gut, beschreiten wir weiter unseren Weg und oh, es scheint noch mehr
Ja, wir scheinen jetzt eine kleine Ruinentour zu machen. Das finde ich aber schön. Dann haben wir ein bisschen was zu gucken. So, ich war am Versuch zu referieren, was das... Oh, was ist da unten? Da ist eine Truhe. Da ist mit ziemlicher Sicherheit eine Truhe. Wie komme ich denn da gescheit runter? Na gut, wie ich runterkomme, ist klar. Wie ich dann wieder hochkomme, das ist die andere Frage. Ich war am Referieren, was dieses Spiel angeht, beziehungsweise was Open-World-Spiele vielleicht an sich angehen. Darüber kann man ja durchaus gerne reden. Ich habe jetzt schon häufiger gehört von einigen Leuten, dass sie es nicht als verdient ansehen, wie dieses Spiel hier in den Wertungen weggekommen ist. Also sprich, nee, es geht jetzt nicht darum, dass sie denken, das Spiel wäre zu schlecht bewertet worden, sondern im Gegenteil. Ich habe genug Stimmen mittlerweile gelesen, die gesagt hätten, dass das Spiel viel zu gut weggekommen ist, was die Wertungen angeht, und dass es absolut nicht gerechtfertigt sei und dass es hier mit Sicherheit nicht eines der allerbesten Spiele aller Zeiten wäre und so weiter und so fort. Mal davon abgesehen, dass es natürlich immer eine sehr subjektive Geschichte ist. Und ich meine, Reviews in Videospielmagazinen oder auf Online-Plattformen oder so, die sind weitestgehend ja eigentlich auch immer so gewissermaßen persönlich gefärbt. Und es kommt dann halt immer auch ein bisschen auf die Person drauf an, die das Ganze testet und so weiter und so fort. So hundertprozentig objektiv lässt sich das vielleicht auch gar nicht bewerten. Muss vielleicht auch gar nicht. Also es muss vielleicht auch gar nicht 100% objektiv bewertet werden. Ist ja auch egal. Ich kann für mich jedenfalls nur sagen, dass eine relativ... Also wenn ich das Spiel reviewen müsste, wenn ich dem Spiel irgendwie eine Bewertung ausstellen müsste, dann wäre es vermutlich so, dass ich dem Spiel auch eine relativ hohe Bewertung ausstellen würde, weil es zumindest meine Gelüste eines Spiels sehr, sehr gut befriedigt. Woran liegt das? Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht mein allererstes Open-World-Spiel. Das heißt, ich komme eigentlich mit sowas klar. Ich gehe da jetzt nicht so komplett drin auf wie ein volltrunkener Fanboy, wenn ich jetzt einfach nur eine offene Welt habe. Weil das habe ich durchaus auch schon in anderen Spielen gesehen. Ist alles richtig. Was macht jetzt Zelda also irgendwie anders als andere Spiele? Ich würde einfach sagen, es ist natürlich hilfreich, dass die ganze Geschichte hier einfach mit dem Namen Zelda verbunden ist, beziehungsweise mit allem, was dazugehört. Sprich, ich untersuche hier keine gänzlich neue Welt, das ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt. Also ich untersuche hier etwas, oder ich nehme hier etwas in Augenschein, ich darf hier etwas näher begutachten. Ausdauerbarsch. Ausdauerbarsch? Hatte ich schon mal. Ausdauerbarsch? Ausdauerbarsch habe ich doch noch nie, oder? Da war doch was. Moment. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Wenig verwirrt, das bin ich. Flupp. Hatte ich wirklich noch kein Foto von gemacht. Ausdauerbarsch auf Eis gelegt. Yay. Okay. Also, wisst ihr, was ich meine? Es hat vielleicht auch ein bisschen was mit Nostalgie einfach jetzt bei mir zu tun. Ich fühle mich so... Es ist alles neu, was ich hier unter die Lupe nehme. Aber trotzdem, auf eine gewisse andere Art und Weise, ist es auch so schrecklich. Man fühlt sich so vertraut mit der Welt und mit den Regeln, die in dieser Welt herrschen. Und... Ja, das Erforschen macht einfach Spaß unter dem Gesichtspunkt. Man kennt die Items irgendwie, Bumerang, Schwert, Holzschild, bla bla bla. Das kennt man alles aus Zelda-Spielen. Aber irgendwie haben die Entwickler es trotzdem geschafft, aus der ganzen Geschichte etwas... Sie haben trotzdem geschafft, etwas Neues daraus zu machen. Und...
dafür bin ich in erster Linie dankbar und ja, es hilft einfach für mich, einen Bezug zu dieser Welt herzustellen und einfach dieser Wohlfühlfaktor wird dadurch so ein ganz klein bisschen einfach unterstrichen und es ist tatsächlich so ein bisschen wie nach Hause kommen oder es ist so ein bisschen wie das liebste Ferienlager, was man aus seiner Kindheit kennt, halt nochmal neu zu besuchen. Natürlich alles ein bisschen anders, weil man jetzt vielleicht auch mittlerweile ein bisschen erwachsen geworden ist und so. Es ist nicht mehr alles genauso wie früher, aber es ist vieles ähnlich. Und das macht die ganze Sache einfach so schön und so faszinierend und vor allem auch einfach so sympathisch. Und ja, das ist für mich einfach ein Faktor, der vermutlich auch irgendwie wichtig ist. Ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass es damit zu tun hat. Weil also das letzte Mal, wo ich von einem Open-World-Spiel wirklich so eingenommen war, dass ich absolut verliebt war in die gesamte Spielewelt, in die Umgebung, in alles, was dazugehört und wo ich wirklich am liebsten eigentlich gar keine Pausen gemacht hätte und mich nur noch in dieser Welt hätte verlieren können. Also das letzte Mal, wo ich sowas hatte, das war bei Skyrim. Und das ist jetzt mittlerweile ja auch schon, wie lange her? Keine Ahnung. Seit 2011, 2012 oder so gibt es ja Skyrim. Also da ist wirklich schon eine ganze, ganze Menge Zeit vergangen. Und ja, keine Ahnung. Absolut. Na, kann ich das hier vielleicht irgendwie auf dich drauf fallen lassen? Das wäre ja total witzig. Wir probieren es einfach mal. Und Achtung! Ach, verdammt. Okay. Ist in Ordnung. Uhu, hihi, haha. Ah, du kämpfst wie eine Kuh. So, bam, bam, bam. Jetzt war es bei Skyrim, aber zugegebenermaßen dann natürlich was ganz anderes. Denn ich bin jetzt nicht so der allergrößte Checker, was The Elder Scrolls angeht. Na gut, doch, ich habe The Elder Scrolls 4 Oblivion relativ lang gespielt. Also von daher, da war schon ein gewisser Bezug zur Reihe irgendwie vorhanden, als ich dann also Skyrim gespielt habe. Aber ist trotzdem natürlich nicht so, nicht gänzlich so wie in einem Zelda-Spiel, wo ich so das wirklich komplett auf Nostalgie und dergleichen schieben kann. Da hat es vielleicht aus anderen Gründen nochmal gepasst, weil da einfach so viele andere coole Sachen für mich zusammengekommen sind, die die Welt für mich persönlich so sympathisch gefärbt haben. Aber ja, das muss ja vielleicht auch jeder für sich selber so ein bisschen ausklamüsern, warum dieses oder jenes für diesen oder jenen Menschen so toll ist. Ich versuche es jetzt nur einigermaßen zu erklären, warum das Ganze hier gerade für mich noch so cool ist. Auch nach mittlerweile 25 Stunden. Wir gehen auf die 30 Stunden zu. Irgendwie so. Das ist jetzt auch noch nicht viel Zeit. Also wenn ich ja höre, dass manche Leute hier gut und gerne eben schon ihre 70 Stunden, 80 Stunden, 90 Stunden, 100 Stunden, über 100 Stunden mit dem Ganzen verbracht haben. Also das ist ja quasi gesehen noch nichts. Platz der Ranellstraße. Okay, wo ist hier ein Schrein? Nicht in dieser Richtung. Er ist mehr in dieser Richtung. Mehr gerade so hier geradeaus. Und ich sehe ihn gerade nicht. Das, was ich dort im Wasser allerdings sehe, das stimmt mich ein bisschen. Könnte Ärger bedeuten. Die süßen kleinen Exalfoss. Kann ich die hier so ein bisschen zu mir heranlocken? Genau, ja. Kommt doch bitte mal. Nee. Kommt doch. Na kommt. Ihr spuckt mich jetzt nicht die ganze Zeit an, oder? Das ist widerlich. Leute, ganz ehrlich. Lass das. So. Komm aus dem Wasser. Na komm. Ihr widerlichen kleinen Schisser. Gut. Mir doch egal. Dann machen wir es halt so. Wenn ihr es nicht anders haben wollt, dann können wir das gerne so erledigen. Flupp. Eigentlich wäre es ideal,
mal so einen Pfeil auf ihn zu schießen, wenn er gerade am Spucken ist. Das ist also richtig schön. Oh, dein Soldatenbogen ist... Dein Soldatenbogen ist Tünnef. Du solltest etwas dagegen tun. Ja, was könnten wir dagegen tun? Wir könnten zum Beispiel uns mit einem Zora-Bogen ausrüsten. Und flupp! So. Allesamt erledigt. Zumindest die Kleinen hier. Ich glaube, ich sehe den Schrein schon. Das scheint mir wieder eine Wasserfallangelegenheit zu sein. Dieser orange Schimmer ist jedenfalls verhältnismäßig verdächtig. Kann jetzt aber auch nur an mir liegen. So. Bitte wieder ans rettende Ufer. Dankeschön. Okay. Wie komme ich da jetzt aber gescheit hin? Vermutlich mit dem Floß. Das wäre doch zumindest eine Maßnahme. Ich habe ganz schön viele Stachelbocklanzen. Kann ich? Kann ich? Könnte ich bestimmt. Ich hätte jetzt gedacht, das Floß anschieben oder so, damit das Ganze, aber... Auf normalem Wege will das gerade nicht. Egal, ich schleppe ja zum Glück noch seit ewigen Zeiten meinen Krogfächer mit mir herum. Ich hatte jetzt nur gehofft und gedacht, ach so. Ach so. Deswegen. Sehr schlau. Damit das Floß nicht abhanden kommt. Flupp. So. Und flupp. Okay, nebenbei können wir mal ganz kurz das Ganze so ein bisschen scannen und unter die Lupe nehmen. Ob wir vielleicht irgendwo unter Wasser etwas verborgen ist, was ich vielleicht einsammeln möchte oder so. Ich meine, wenn ich mir das Ganze hier also angucke, mit diesen Ruinen, ich würde sehr stark, sehr stark davon ausgehen, dass hier irgendwelche Crocs verborgen sind oder weiß der Geier was, also, das scheint mir doch relativ, ja, nicht, wahrscheinlich, ich muss von weiter oben da rein, ja, kann es sein? Was glitzert denn da jetzt so? Flupp. Flupp. Ach, ist nur ein Holzpfeil. Okay. Gut, dann klettern wir jetzt erstmal hier rauf. Und versuchen uns den Krog zu schnappen. Der war jetzt nicht so begeistert davon, wie ich einfach so aus Floßhöhe da reingesprungen bin. Das müssen wir natürlich so machen. Platsch. Mit dem richtigen Körper. Ui, du hast mich entdeckt. Ja. Tschüssi. Tschüss, kleiner Krog. Danke für deine Liebe und Herzensgüte und Wärme und überhaupt und sowieso. Wäre nett, wenn du mir sagen würdest, ob noch ein paar Kollegen von dir hier herumtreiben, aber musst du nicht zwangsläufig zugegebenermaßen. Oh, ich habe mich schon gewundert, was da... Ah, Moment, da ist noch eine Truhe. Aber auch ein widerlicher, bösartiger Exalfoss. So, was ist mit dir? Kommst du oder kommst du nicht? Wuhuhuhu. Ah, schön. Seid ihr eigentlich irgendwelche Besonderen? Nö, seid ihr nicht. Ups. Und. Ups. Und. Ups. Okay. So, was ist mit dir? Kommst du auch noch her? Ja, er kommt, aber mit einer minimalen Geschwindigkeit, die man ja überhaupt gar nicht ernst nehmen kann. Ups. So. Mir tut es jetzt ein bisschen um Materialien leid. Ich möchte mich aber auch nicht allzu sehr jetzt eigentlich vom Floß entfernen, wenn man das irgendwie verstehen kann. Stachelbockstock. Die Waffentasche ist voll. Das ist sie wohl in der Tat. Ah, warum muss denn der Wind hier die ganze Zeit so... Durch die Gegend. Ach, ist egal. Der Wind, das himmlische Kind. Er tut, was er will. Was ist das da? Das ist doch bestimmt wieder so eine komische Schleichschnecke oder irgendwie sowas in der Art. Halt, nein! Du wirst jetzt aber mal hier in die Richtung gepustet. Okay, es soll schwer sein. Upsala, upsala. Kurz mitnehmen, Schleichschnecke. Und dann ab dafür. Nein, nein, nein. So. Mal ein bisschen. Ja, genau. Kraft aufsammeln. Und dann sollte es doch absolut kein Problem sein, sich diesen Wasserfall mal genauer anzugucken.
Denn das sieht sehr erfolgsversprechend aus. Können wir mit dem Floß überhaupt da durch den Wasserfall? Oder ist das ein hoffnungsloses Unterfangen? Probieren wir es. Schawusch. Hopsala. Hilfe? Ich hatte eigentlich gehofft... war das jetzt so gut? Was ist das für ein Weg dort links? Hätte ich jetzt lieber mit dem Floß hier durchgemusst? Nee, kann man auch gar nicht. Gut. Alles klar. Ist alles in Ordnung hier, oder? Ja, ist alles in Ordnung. Und ich hatte zumindest recht. Mit meiner Vermutung. Ja, da geht jetzt mein Floß allerdings dahin. Daunä-Schrein. Oh, was liegt denn hier alles so rum? Das sieht doch einigermaßen gut aus. Und ergiebig. Ja, natürlich gucken wir uns... Oh, da waren noch irgendwelche Viecher. Natürlich gucken wir uns auch gleich... den Schrein an. Aber vorher... Schwertkäfer. Ach, verdammt. Mann, jetzt verjagt doch nicht alle Viecher hier. Das wären wunderschöne Fotos geworden von den kleinen Schnuckis. Kreucht hier noch irgendwas Lebendiges jetzt herum? Das wäre furchtbar lieb und nett. Schwertkäfer habe ich doch bestimmt noch nicht, oder? Verdammt. Na gut. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. So, Steinsalz, Feuerstein. Passt. Boah, keine Ahnung. Eventuell, wenn ich den Schrein betrete und wieder verlasse. Vielleicht spawnen die ollen Schwertkäfer dann nochmal. Und dann habe ich eine weitere Chance, um sie vor die Linse zu bekommen. Für den Moment gucken wir uns aber erstmal an, was in diesem Schrein hier so geht. Der so verführerisch hinter dem Wasserfall versteckt war. Antike Wände. Die Wände in Schreinen bieten keinen Halt. Verwende Leitern oder andere Mittel, um nach oben zu gelangen. Naja, an allem kann er sich festhalten. An nacktem Gestein kann er sich mit seinen Klauen irgendwie festhalten. Aber die Beschichtung hier soll zu rutschig sein. Was zum Geier. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Daunä. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Drei Kisten. Der Daunä-Schrein. Ich sehe momentan noch keine drei Kisten. Ich habe oben eine Schatztruhe gesehen. Ja. Zählt die zu den drei Kisten? Wir machen jetzt erstmal so und versuchen trockenen Fußes hier rüber zu kommen. So. Ach so. Wie ist denn das gemeint? Soll ich hier vielleicht für eine gewisse Erschwernis sorgen? Ups. Ist es dann überhaupt so gut, wenn ich die Truhen öffne? Ah, wir öffnen sie einfach mal. Ein Opal. Okay. So, das war der erste Streich. Warum hat das Ding da oben jetzt so schrecklich gewackelt? Flop. Döp, 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 döp. Das sah sehr seltsam aus, wie es gewackelt hat. Aber egal. So. Zora-Schwert besitzt eine dünne Klinge und Verzierungen im Stil der Zoras. Die Klinge besteht aus einer höchst widerstandsfähigen Legierung und rostet auch im Wasser nie. Dafür ist in der Tasche kein Platz. Ach komm, dafür ist bestimmt Platz. Aber wenn ich natürlich zigtausend Stachelbocklanzen mit mir herumschleppe, dann kann er ja auch kein Platz sein. So, nehme er es jetzt, das süße kleine Zora-Schwert. Und dann... lasse er es direkt fallen, um ein wunderschönes Foto davon zu machen. Dup-di-dup-di-dup-di-dup. Zora-Schwert. Sieht wirklich hübsch aus. Ja, eine elegante Klinge, mit der man hier kämpfen kann. Wisst ihr, was mir angesichts der vielen verschiedenen Waffendesigns, die man ja quasi gesehen zur Verfügung hat, oder auf die man im Laufe des Abenteuers zwangsläufig stößt, ich frage mich in dem Moment halt, ob es nicht sinnvoll wäre, Bernstein, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn man, irgendwie komisch, naja, es wäre doch irgendwie cool, wenn man, also gerade beim Zora-Schwert, wenn ich das jetzt gerade so sehe, das Design gefällt mir irgendwie. Aha. Aha.
Das Design gefällt mir irgendwie. Ergo wäre es doch ganz nett, wenn man so eine Waffe da noch zusätzlich schmieden könnte oder verstärken könnte oder so. Ach so. Damit man... Was genau wollt ihr jetzt hier von mir? Ach so, ich muss dann... Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich möchte aber ganz kurz nochmal hier drin gucken. Nö, hier drin ist nichts weiter. Also wäre doch ganz lustig und nett, wenn man seine Lieblingswaffen noch verstärken könnte. Weil das Zora-Schwert selber ist ja jetzt nicht der Rede wert. Also es hat einen ganz guten, einen ganz netten Wert. So was, Hoppsala? Einen ganz netten Wert? Ach so. Ja, nee. Okay, ich beginne zu verstehen, ich beginne zu begreifen. Hui! Ja. Das macht die ganze Sache sehr, sehr einfach. Und... Ja, genau. Das macht die ganze sehr, sehr einfach. Spring doch einfach, du Depp. Ach ja. Ja, also es wäre cool, wenn es irgendjemanden auf der Welt dann geben würde, der einfach die allerliebste Lieblingswaffe von einem, dass der die dann so weit verstärken könnte, dass man damit dann auch in späteren Dungeons und dergleichen, dass man damit dann noch ein bisschen was reißen kann. Das würde ich zumindest relativ nett finden. Aber wer bin ich schon, dass ich solche Wünsche äußere? Der Downey-Schrein, das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Okay. Schön. Dann jetzt auf und davon. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ja, verleih es mir. Gib es mir. Gib mir die Kraft, denn ich habe es verdient. Didum. Ein weiteres Zeichen der Bewährung. Yay, okay, das muntere Sammeln geht weiter. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Möge sie mir tatsächlich beistehen. Okay, so, das erste, was wir machen, wenn wir rausgehen, Fotokamera zücken und gucken, ob die ollen Schwertkäfer wieder da sind. Alles andere wäre jetzt eine sehr große Enttäuschung. Bappidappidapp. Södele. Und zwar... Eventuell... Hier hinten? Jetzt sag mir nicht, weil die ollen Leuchtsteine weg sind. Ist aber tatsächlich so. Weil die ollen Leuchtsteine weg sind, haben die Schwertkäfer keinen Bock mehr auf mich. Ich krieg die Krise. Ich wollte sie doch aber fotografieren. Achso, nee, Moment. Hä? Nee. Ach toll, der eine Erzbrocken ist jetzt spontan nachgewachsen. Aber alles andere hatte keinen Bock. Ja, Käfer tauchen natürlich nicht wieder auf, aber ein Erzbrocken, der wächst spontan nach. Das ist ja sowas von klar. Na, klar wie Kloßbrühe. Ups. Dein Stachelbockstock ist zerbrochen. Das ist er wohl in der Tat. Naja, okay. Vielleicht löst sich das Käferproblem ja da hinten schon in Wohlgefallen auf. Ansonsten, früher oder später werde ich schon noch auf irgendwelche Käfer treffen. Da bin ich mir relativ sicher. Für den Moment machen wir dann aber erstmal wieder eine Pause mit diesem wunderbaren Spiel und setzen unser Abenteuer beim nächsten Mal fort. Ich sag jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.